Einen wunderschönen guten Tag, liebe Xenomorphs. Willkommen zurück bei Alien Isolation. Wir haben ja das letzte Mal gespeichert. Hier machen wir weiter. So. Wir müssen zur Kommunikationszentrale, aber die Androiden wollen uns einfach nicht durchlassen. Deswegen müssen wir versuchen, da irgendwie reinzukommen. Bin mir absolut sicher, dass die das nicht für toll halten, wenn wir uns da jetzt einfach irgendwie selbst reinlassen. Aber mal sehen. Vielleicht kriegen wir es irgendwie hin. Das ist mal erst unsere Aufgabe. Weil wir müssen ja die Torrents erreichen, damit sie uns hier rausholen. Aber ich denke mal, das Ganze wird nicht so einfach laufen, wie wir uns das vorstellen. Die Markierung am Rand des Bewegungsfensters zeigt ihr Ziel an. Ist niemand. Inventar voll. Ladungspack. Braucht man hierfür ein Ladungspack? Nee. Kann's nicht mitnehmen. Schade. Oh, ein Geräuschmacher. Braucht man dafür ein Ladungspack? Geräuschmacher. Ja, hervorragend. Der gebrochene Ingenieur, 4 von 7. Bald kriege ich ein Achievement. Was macht denn der Geräuschmacher? Ich denke mal, der Name verrät es wahrscheinlich schon, aber ich habe das noch. Ich kenn's auch gar nicht. Weiß nicht, was das macht. Oder vielleicht war ich auch schon so weit, aber ich erinnere mich noch nicht. Warum habe ich den Revolver denn aus? Ich sitze die ganze Zeit auf Tab. Sorry. Brenngranate. Hätte die mal. Hebel benutzen. Achso. BS. Cool. Wie denn jetzt? Where am I? Ah. Hier geht's wieder zurück. Okay, alles klar. So. Genau, hier bin ich einmal so durchgeschlendert. Wie hier. Ach, da steht wer. Ich dachte. Was zum Teufel? Override? Hacken E. Okay, das hat geklappt. Aha. Ich bin drin. Taschenlampenbatterie, perfekt. Und da ist noch was. Schrott. Klettern wir mal hier rein. Lassen Sie mich durch. Ich bin's, Hughes. Erkennen Sie mich nicht? Hören Sie mir zu. Wir müssen die Langstreckenkommunikation wiederherstellen. Sie werden hysterisch. Kommen Sie zurück! Ich warne Sie! Na, suchen wir nach einer freundschaftlichen Lösung. Oh mein Gott. Okay. Er hat auf den Androiden geschossen und er ist nicht tot. Das heißt, Knarren funktionieren da irgendwie auch nicht.
Sind der Knarren eigentlich nur gut gegen menschliche Gegner? Könnte das sein? Ich würde mir fast behaupten, ja. Das heißt, dann kann ich mir auch es irgendwie in die Haare schmieren, gegen Androiden vorzugehen. Hier geht's noch weiter. Okay, das ist ein Scanfeld, das ist keine gute Idee, wenn ich da reinlaufe. Nichts mehr mitnehmen. Gott, ist voll. Das ist einer. Wie hoch stehen meine Chancen, dass ich den Androiden irgendwie mit ein paar Schüssen töten kann? Dass es schon nicht bei ihm geklappt hat. Ihre Aufzeichnung. Sensible Firmeninformationen wurden automatisch einer kürzlich von diesem Terminal verschickten Sevastolink-Nachricht entdeckt. Dieser Vorfall wurde im Namen Saxons von Apollo. Spricht man es eigentlich Saxons aus oder Seeks? Von Apollo aufgezeichnet. Sollten Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Vorgesetzten oder einen Vertreter von Saxon in Synthetics. Synthetics. Fehler. Beigegeben, Apollos Auge. Wix, arbeiten Sie noch immer bei Saxon Communications? Erinnern Sie sich noch an den Ärger, den Sie letztes Jahr hatten? Der Ärger, aus dem ich Ihnen geholfen habe? Sie können sich jetzt endlich revanchieren. Einer meiner Kollegen hat sich die Importdokumente angesehen und ein paar Unstimmigkeiten gefunden. Es ist neu und unversehrt und versteht noch nicht genau, wie die Dinge auf Sevastopol laufen und droht nun damit, Waits einzuschalten. Dies könnte uns allen schaden, also behalten Sie ein Auge auf ihn, falls sich etwas Interessantes ergeben sollte. Apollo hat überall Kameras, man muss ihm nur sagen, worauf sie gerichtet werden sollen. Der Kollege heißt Daniel Halden, wohnt im Josiah Sick Suiten Bereich 651. Falls das alles gut laufen sollte, habe ich vielleicht noch ein bisschen mehr Arbeit für Sie. Wir können finden hier aufräumen. Ransom. Ordner fehlerhaft Zubehör. Okay. Was nehmen denn jetzt? Kann man die hacken oder irgendwas? Alles voll, ne? Könnte sie vielleicht mit einer Blendgranate oder so dann eine Rauchgranate ab. Euch mache. Die Maustaste zum. Ist voll hier. Ist noch nicht. Kamera jetzt deaktiviert. Kann ich jetzt vorbei? Ja, geil. Du musst nicht mal handgreiflich werden. Perfekt. Auch zu gerufen. Oh oh. Hör was. Hör was. Oh, endlich. Oh mein Gott.
Ich war kurz davor, mich einzunässen. Boah. Also das Spiel ist absolut nicht gut für meinen Puls. Zentraler Kommunikationshub. Zugang nur für Sixen-Personal. Verdammte KI-Stimme, Alter. Kontaktieren Sie Verlaine und die Torrance. Ja. Okay, ich guck mich erstmal um. Halten Sie sich zu fokussieren, während Sie den was? Vielleicht den Maustaste? Überall. Kann ich den irgendwie Stealth killen? Geht sowas? Ja, es ist viel Hide and Seek in diesem Spiel. Ja. Ich glaube nicht, dass ich hier lang muss. Ist jemand. Der Bewegungsmelder ist Gold wert. Ist jedes Mal so gut zu wissen, ob da jemand ist oder nicht. Bin ich. Irgendwas habe ich hier, glaube ich, habe ich hier vergessen. Bin ich irgendwie so in den Tiefen gefangen hier. Eine Verkabelung zugreifen. Hallo, ist da jemand? Der ist kaputt. Wenn mich jemand hören kann, oh! Ich wiederhole, Gott, nein! Spamme eh! Oh Gott! Hätten sie einen Androiden-Mängel entdeckt. Da kann man sie doch töten. Deaktivieren sie Samuels Kommunikation. Das bin ich hier doch richtig. Was ist denn hier auf der Karte? Irgendwas eingezeichnet. So, das ist außerhalb hier des Raumes, oder? Was ist das? Oh. Ich habe keine Ahnung. Oh. Oh oh. Spiel hält nicht an. Bleiben Sie stehen! Das interessiert ihn nicht.
Das ist Munitionsverschwendung. Eine Granate. Ah! Gott! Beim E. Oh nö, der nächste. Oh scheiße. Ah, verdammt. Oh Gott, hier kann ich nicht lang. Da. Renn, renn, renn. Gott, oh Gott, oh Gott. Gott, oh Gott, oh Gott. Schnell weg. Irgendwo rein. Ja. Oh, fuck, Alter. Der weiß doch eh nicht, wo ich bin. Wir sind ja überall. Das ist ja grauenvoll. Okay, ich kürze das hier ab, indem ich hier einen Cut setze. Wenn die Luft rein ist, schalte ich wieder ein. Okay, ich bin wieder raus. Okay, das war komplette Munitionsverschwendung. Ich glaube, der Revolver ist halt echt nur gut für menschliche Gegner. Ich glaube, gegen Androiden macht das absolut keinen Sinn. Okay. Deaktivieren Sie das Himmelskommunikation. Hier muss ich rein, oder was? Ah, hier sieht man's. Ah, es gibt hier einen Schacht. Da kann ich durchkriechen. Am Ende des Ganges hier. Jawohl. Ich laufe mal normal nicht, dass die mich hören. Okay, rein da. Warum drücken, dass das Alien nicht hier drin ist? Oh, das ist ein Terror, ey. Fehler, Vorgang nicht gestattet. Vorgang nicht gestattet. Sevastopol, hier spricht Weyland Yutani, Verwaltungsleiterin Nina Taylor. Ich bestätige den Empfang Ihrer Übertragung. Ich bin Teil des Teams, das mit der Abholung des Nostromo-Flugschreibers beauftragt wurde. Die sich in Ihrem Besitz befindende Blackbox ist von höchster Wichtigkeit für Weyland Yutani. Unter bestehenden Firmenabkommen müssen wir Sie darauf hinweisen, dass Sie weder seinen Inhalt zu lesen versuchen, noch jegliche Drittparteien auf seine Existenz aufmerksam machen sollten. Wir werden bald bei Ihnen sein. Nachfolgend sende ich eine Privatnachricht an Marshall Waits. Okay, ich stelle mir nochmal ein bisschen Zeug her. Zum Verstecken E gedrückt halten. Okay. Was sagt die Map? Da kann ich auch in den Raum hier. Die Tür ist nämlich nicht offen. Ich kann keine Leuchtfackel mehr mitnehmen. Kann ich die Tür hacken? Türzugriff. Braucht denn schon Kameras? Ah ja. Bin ich auch so in den Raum gekommen. Kann dann aber natürlich auch durch den Schacht kriechen. Thank you.
Okay, da liegt noch Zeug. Hier kann ich speichern, hervorragend. Oh, was ein Segen. Gott, ja. Das war der Androiden, das war halt echt übel. Was? Was Neues bekommen? Eine EMP-Mine. Damit sollten die Androiden noch die EMP-Vorrichtung detoniert beim Aufprall und der folgende elektromagnetische Puls setzt nicht industrielle Synthesen vorübergehend außer Gefecht. Durch Platzieren wird die Vorrichtung zu einer Annäherungsmine. Ja, geil. Aber das frisst voll viel Kram. Er hat gebastelt. Ah, damit kann ich sie ja so außer Gefecht setzen. Nice. Wenn es mal brenzlig wird. Muss es ja nicht provozieren, aber... trotzdem gut zu wissen. Okay. Liegt hier noch irgendwas rum? Ne, aber hier, das da brauche ich. Hä? Lass eine Taste drücken. Drücken Sie die passende Bewegen-Taste, wenn der Schaltkreis aktiv ist. So. Ja, geklappt. Gott, was denn jetzt? Richten Sie Ventile nach links, rechts aus und bestätigen mit Eingabe. Was denn ich? So, unten. 50, 600. Was ein Prozedere das ist hier. Okay, geschafft. Samuels! Sie leben! Ripley hier! Ripley! Taylor, das ist Ripley. Wir haben uns Sorgen gemacht. Wir hab's geschafft. Wo sind Sie? Wir sind jetzt bei einer Transitstation. Direkt bei der Krankenstation. Okay. Samuels, passen Sie auf. Es ist hier nicht sicher. Seekson hat dir alles abgeriegelt. Ihre verdammten Androiden töten Menschen! Nicht möglich. Das widerspricht ihrer primären Programmierung. Ich habe es gesehen, Samuels. Seekson hat wohl andere Vorstellungen von Syntheten. Und hier ist noch etwas anderes. Eine Kreatur. Sie ist groß und tödlich. Ripley, jetzt mal langsam. Eine Kreatur? Eine Lebensform unbekannten Typs. Eine Art Alien-Organismus. Äußerst gefährlich. Sie und Taylor müssen sich... Ripley, Taylor ist verletzt. Sie wurde während der Überfahrt von Trümmern getroffen. Wie schlimm. Ich kann sie nicht bewegen. Ich brauche medizinische Versorgung. Wir müssen die Verletzung behandeln und... Torrance? Das Funkgerät ist hin. Ich erreiche Verlaine nicht. Wir sind auf uns gestellt. Scheiße. Okay. Ich komme zu Ihnen. Ich schicke Ihnen eine Transitgondel. Okay, das ist schon mal gut. Unbefugte Kommunikation. Was? Bitte warten Sie auf einen Seekson-Mitarbeiter. Wir kümmern uns um. Muss ich denn hin? Ich muss wieder zurück. Warte. Scheiße. Hervorragend. Guckt natürlich den ganzen Androiden an, ne? Okay, Zeit mal das Ding auszuprobieren. Warum kann sie denn nicht springen? TNA-Unterbrechung aktiviert. Bereithalten. Muss immer wieder auf die Karte gucken, damit ich mich nicht verlaufe. Kann ich da so durchlaufen? Ist sie im Durchgang? Ja. Okay, einmal hier durch. Habe ich noch so ein Ding? Nee, ich kann mir das nicht herstellen. Das ist kostet mich zu viele Ressourcen. Oh Gott! Fuck! Da bloß das Alien kommt jetzt auch noch.
Er kommt. Muss ich an ihm vorbei? Ich muss an ihm vorbei. Fuck. Ich muss sie irgendwie versuchen zu juggeln. Will heißt nicht, ich muss sie irgendwie zu einem Punkt locken. Hier kommt, Jungs. Oh, sie wollen mich sandwichen. Nicht gut. Scheiße. Ah, fuck. Da musste der Alarm auch rangehen. Ich muss hier weg. Nein. Ja. Oh Mann, ey. Hier will mich einfach alles umbringen. Etikett. Kann ich gerade nicht? Ich könnte ganz herstellen. Mich heilen. Der nächste Android, der mich grabt, tötet mich. Okay, und jetzt? Acht. Ist der sicherste Weg. Hoffentlich. Wir wissen nicht, was sich in diesem Schacht befindet. Das Alien könnte auch hier drin sein. Nicht mehr weit. Wenn Granate interessiert, die halt einen Scheiß. Auch Granate könnte vielleicht auch noch funktionieren. Aus der Affäre zu ziehen. Ist gerade aus. Bloß, er kommt jetzt da raus. Natürlich kommt er. Dann speichern. Jawohl. Also wir treten auf jeden Fall noch die Flucht an. Den Gang hier runter und dann haben wir es geschafft. Hier runter. Steht einer. Scheiße. Kann er mal weggehen? Ja, was? Auch das noch. Ey, das gibt's nicht. Könnt ihr da rein? Ich flüchte lieber. Wieder auf die Karte gucken, einfach aus Sicherheit. Bin gar nicht da. Oh, natürlich. Run! Ach, komm schon! Fuck you, Alter. Wohin? Geradeaus, rechts. Jetzt.
Wo muss ich denn hin? Wie komme ich denn da rein? Ich muss zur Rezeption, aber wie komme ich da rein? Ah, Gott! Ja, seien Sie bitte kein Hurensohn. Dies ist ein Sicherheitsverstoß. Sicherheitsverstoß. Kacke, ich kann hier ja nicht rein, ne? Shit. Was mach ich denn jetzt? Hab ich irgendwas? Gott, Mann! Fuck off! Vielleicht lockt das das Alien an und tötet die. Versuchen irgendwie den Alarm auszuschalten oder irgendwas. Komm ich da rein? Oh. Schnell. Hab ich klein gemacht. Okay, ich skipp das hier mal, bis die Luft wieder rein ist. Okay, geschafft. Nee, ich musste nur zum Aufzug rennen. Das war komplett Blödsinn, was ich gemacht habe. Okay, nehmen Sie den Transit zum... Was? Cymet-Turm. Oh, ich höre wieder was. Bitte nicht. Wieder heilen, ich habe so viel Schaden genommen. Keine Medikits mehr, ich brauche wieder eins. Hör mir genau zu. Du musst sofort die Arbeit verlassen. Claire einsammeln, die Katze abholen und nach Hause gehen. Wir müssen einen sicheren Ort finden, bis Seekson ein Schiff sendet. Ich habe diesen Typ gesehen. Ich kann... Was sind wir denn jetzt hin? Ah, okay. Man sieht nehmen. Alles klar. Okay, ich pausiere hier mal das Spiel an dieser Stelle. Nicht, dass auf einmal das Alien kommt und mich tötet. Wir machen jetzt hier an dieser Stelle erstmal Schluss und ich sage schon mal vielen Dank fürs Zusehen bei dieser Episode von Alien Isolation. Das war echt ein wilder Ritt und wir haben es geschafft, den Androiden zu entkommen. Was aber nicht unbedingt heißt, dass wir sicher sind. Aber mal gucken, ob wir hier mit heiler Haut davonkommen. Falls ihr die anderen Folgen verpasst habt und bei dieser Episode das einschaltet, guckt gerne in die Playlist. Die ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Dort findet ihr auch den Link zum Discord. Würde mich freuen, wenn ihr da vorbeischaut und wir ein bisschen über Alien plaudern können, auch über andere Spiele oder anderweitige Themen, die euch rumtreiben. Schreibt mir gerne, was ihr mögt und wir können gerne über alles diskutieren. Also, macht's gut, bis zum nächsten Mal bei Alien Isolation.